So, Hallöchen, meine Lieben, und ganz herzlich willkommen bei Peru Plays. Ja, wir haben es ja beim letzten Mal schon mal angezockt. Heute wollen wir mal ein bisschen weitermachen, versuchen weiterzumachen bei Ships at Sea. Sorry wegen der Auflösung, wir spielen das Ganze auf dem Steam Deck. Und da ist momentan jedenfalls noch keine bessere Auflösung möglich. Da müssen wir mal gucken, wie das aussieht. Ja, sobald das aus der Entwicklung raus ist und alles fix und fertig ist. Ich denke, da werden die Kollegen noch ein bisschen was machen von Mist Games. Aber jetzt erstmal gehen wir zurück in unsere Karriere. Wenn ihr euch erinnert, wir hatten ja immerhin geschafft, unser erstes kleines Schiff zu kaufen. Ich hoffe, das hat sich auch gemerkt. Okay, das ist die Röster, genau. Also hat nichts mit Rösten zu tun, auch nichts mit Röstkaffee. Ne? So heißt das Schiff. Ne? Gut, ich habe in der Zwischenzeit auch das ein oder andere ausprobiert, zwecks Controller, und habe zwei Sachen festgestellt. DualSense Controller Bluetooth Fehlanzeige. DualSense Controller Dingens. Alter, was ist denn? Junge, jetzt? Sind wir schon mittendrin, statt nur dabei. Okay, wir sind schon auf unserem Boot. Was wollte ich sagen? Ach so, also egal wie ihr das anschließt, mit Controller, mit Kabel oder mit ohne, ob ihr es mit Bluetooth macht, funktioniert nicht. Dasselbe gilt leider auch aktuell noch für die Microsoft Controller, für die Xboxen. Habe ich beides probiert. Ja, haut irgendwie nicht hin, ne? So, hier ist unser Röster und wir sollten jetzt, warte mal, unser Schiff mal wieder zum Hafen bewegen, damit wir einen neuen Auftrag kriegen. Das heißt, ich werde heute auf alle Experimente mit irgendwelchen Controllern verzichten. Was wiederum zur Folge hat, ich muss mich jetzt komplett auch bei der Bewegung umstellen. Auf die Tastatur, das ist jetzt gar nicht so easy, wie es jetzt auf den ersten Blick aussieht. So, da haben wir das Lenkrad. Zack, aber ich komme so langsam auf den Geschmack und ich weiß so langsam, wo die Reise eventuell hingeht. Ich bin sehr gespannt, wie das wird mit Multiplayer und solchen Sachen. Sehr, sehr gespannt bin ich da. So, und jetzt, ja, jetzt können wir fahren. Wir geben mal Leistung hier und wir fahren das erste Mal mit unserer Röster hier in den Hafen ein. Und dann wollen wir gleich mal sehen, ob wir auch entsprechend einen Auftrag kriegen. Das wäre natürlich sehr cool. Ich mache das heute hier wieder als Premiere. Das heißt, ihr könnt live im Chat bei der Premiere mitdiskutieren. Natürlich freue ich mich auch über Kommentare und eure Erfahrungen in den Kommentaren, wenn ihr das Ganze ja als Wiederholung sehen solltet. Ne? Immer rein damit. Also, ich finde die Grundidee schon mal sehr, sehr nett. Es ist jetzt ein bisschen Himmelfahrtskommando. Ich mache das erste Mal als Aufnahme. Ihr seht, ab und zu röckelt es mal ein bisschen. Seht es mir nach. Es geht aktuell noch nicht besser. Ich will euch natürlich so ein bisschen Balance bieten zwischen Performance und Optik. Und das ist jetzt das, was ich gerade eben noch so rausholen konnte hier für eine Aufzeichnung. Deshalb bitte nicht böse sein, wenn es eben halt nur 720 sind, P. Aber ja, so ist es nun mal, ne? Das ist eben halt ein Steam Deck und kein PC. So, jetzt muss ich das mal beidrehen hier. Ich bin jetzt nicht der große Beidreher, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich muss mich da auch noch so ein bisschen reinfummeln hier in die ganze Sache. Man merkt, es wird schon Abend, es wird schon so langsam dunkel. Ich muss ein bisschen aufpassen. Jetzt muss ich bald hier schon mit Licht fahren. Aber jetzt brauchen wir erstmal einen Auftrag. So, jetzt müssen wir Geschwindigkeit rausnehmen. Wir müssen weiter einschlagen. Wir müssen parallel zum Dock stehen. Sonst können wir nicht andocken. Da nimmt es das System richtig genau. Wieso treiben wir jetzt so weit ab? Wollt ihr mich hier verkohlen? Bin ich im Rückwärtsgang? Tatsache. Da war ich schon im Rückwärtsgang. So, jetzt schlag ein hier, Kollege. Was soll denn das da? Warte mal, können wir hier anlegen? An der schmalen Seite? Das wäre eine Alternative. Shit!
Jetzt haben wir uns auch noch einen Schaden eingefangen. Ja, gut, super. Ja, das Manövrieren hier ist noch so eine Sache. Ihr seht das schon. Die nachfolgenden Sendungen verschieben sich um mehrere Stunden. Jetzt haben wir uns schon den ersten Schaden eingefangen. Das wollte ich natürlich eigentlich vermeiden, aber naja. Und jetzt ist es auch noch dunkel. Das macht die Sache jetzt auch nicht unbedingt besser. Shit, wieso dreht der nicht bei? Ich schlage hier voll ein. Ah, so langsam. Das ist ganz schwerfällige Steuerung. Ganz schwerfällig. Also ihr braucht gerade mit dem Anfängerbooten ganz offensichtlich eine Menge Geduld. Ah, jetzt hier sind wir so ein bisschen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, das kann dauern. Sind wir ja viel zu weit weg jetzt. Oh Gott, ich kriege hier die Krätze. Also mit Stegen, das wird nicht meine Lieblingsanfahrtsphase hier. Warte mal. Das wird doch wohl möglich sein, dass wir an diesen dämlichen Steg hier rankommen. Himmel, Herrgott, jetzt sehe ich noch nicht mal was richtig. Ach oh Gott, ich sehe schon die nächste Katastrophe hier schon wieder auf uns zukommen. Ich mache jetzt Augenmaß, ne? Was immer das heißt. Da ist der Steg. Oh, bitte, schieb dich dran vorbei, Kollege. Mach mich fertig. So, jetzt müssen wir die Geschwindigkeit reduzieren. Und andocken, Gott sei Dank. Leute, das ist nicht gut für meine Nerven. Also wir müssen gleich bei der nächsten Fahrt definitiv das Licht anmachen. Wir müssen auch gleich in der Garage nochmal gucken, ob wir eventuell hier schon reparieren müssen. Das würde ich jetzt nicht so toll finden. So, Boot verlassen, zack. Wie gesagt, achtet jetzt bitte jetzt nicht auf die Präzision oder Nichtpräzision der Steuerung. Ich mache das jetzt mit Maus und Tastatur. Das bin ich jetzt so gar nicht mehr gewohnt. Überhaupt nicht. Ich will mal ganz kurz nach dem Boot schauen, bevor wir irgendwas anderes machen. Nicht, dass wir uns da was eingefangen haben. Das ärgert mich jetzt. Das ärgert mich richtig. So, da sehen wir unser gutes Stück. Das hatte ich euch ja das letzte Mal schon gezeigt. Da brauche ich jetzt also mit euch noch keinen großen Rundgang nochmal machen. Ich müsste den doch eigentlich auch hier reparieren lassen können, oder? Lass uns mal schauen. Ah, hier können wir noch individualisieren. Das finde ich sehr schön. Das wollte ich jetzt aber gar nicht. Ich wollte es eigentlich reparieren lassen. Also ich bin noch hier in der Findungsphase. Da, Repair All. Gut, das hält sich einigermaßen in Grenzen. 129.000, zum Glück haben wir schon ein bisschen Kohlen gemacht hier. Junge, Junge. Okay. Wollen wir mal ein bisschen anpassen? Mal sehen. Ist natürlich, kommt drauf an, ne? Wenn wir können jetzt nicht viel Geld ausgeben wegen der Reparatur, deshalb lass mal gucken. Font, Color. Ach so, das ist jetzt die Farbe des Schriftzugs. Hier können wir die Schriftart verändern. Das finde ich nice. Kann ich den Namen selber hier irgendwo ändern? Das wäre es natürlich jetzt, oder? Also da sind schon so ein paar schöne Schriftarten drinne, die mir so ein bisschen zusagen.
Ja, also da ist, glaube ich, für jeden was dabei, ne? Ich glaube, da brauche ich jetzt nicht lange rummachen oder erklären. Ich klicke jetzt nur durch, wenn mich was anspringt, ne? Dann bleibt das da stehen. Das sieht fesch aus hier mit dem weggeknickten R. Das finde ich gut. Ah, hier könnten wir den Namen auch noch ändern. Wir nennen sie mal. Moment. Peru 1. Guck mal, das wollte ich schon mal schön. Ich hoffe, er speichert das auch so. Schön. Ah ja, guck mal. Und hier haben wir Upgrades. Und wir sehen schon, die sind für uns noch außerhalb der Reichweite. Hier haben wir Lenkrad. Oha, das könnten wir uns schon leisten. So moderneres, aber ich finde, zu so einer ollen Kiste gehört auch ein olles Lenkrad, oder? Was meint ihr? So, hier können wir die Schraube austauschen. Okay. Also was mir eigentlich jetzt in diesem Moment wichtig wäre, ist, dass wir ein bisschen mehr manövrieren können, weil das, ihr habt es eben gerade gesehen, der hat wirklich gebraucht, um irgendwie zu manövrieren, ne? So, jetzt machen wir Steering hier zu, Throttle. Das ist unser Gas, jetzt mal ganz doof gesagt. Ich weiß, irgendjemand wird sich jetzt beschweren. Wieso sagt der Gas dazu? Ich sag jetzt Gas dazu. So, unser Gashebel. So, dieses Throttle sichert fein einstellbare Navigation auf dem Wasser. Hier, nur kosmetisch. Das ist nur eine kosmetische Sache. Okay. Hier haben wir Searchlight. Engine. Gut, die Engine natürlich, die hat Effekt. Bloß nichts, was wir jetzt hier irgendwie verwenden können. Was haben wir hier? Rigging. Hier haben wir einen Tank für Fisch. Mehrere Tanke für Fische. Da haben wir die Reparaturen. Das ist tatsächlich das erste Mal, dass ich mir das so ausführlich angucke. Aber gut, dass wir es machen. Gut, dass wir es machen. Ich lasse es jetzt erstmal alles so, wie es ist. Und ja. Ich weiß gar nicht, können wir hier überhaupt einen Zeitsprung machen? Ansonsten so bei Nachtfahren ist natürlich für Anfänger schon so. So, wir schauen jetzt erstmal nach neuen Aufträgen. Also mindestens einen möchte ich gerne mit euch hier heute auch mal durchziehen. So, was haben wir? Lingwer ist, das ist relativ nahe. Deliver Building Materials, also liefern von Baumaterial. Ich finde, das machen wir jetzt mal, weil das ist jetzt nicht allzu weit weg und da sollten wir uns tatsächlich keinen Ast bei abbrechen. Okay. So, und da liegt unsere Ware. Die müssen wir jetzt tatsächlich jeweils einzeln aufnehmen und erstmal auf unser Boot bringen. Ja, und da dann lagern, gut lagern, dass wir auch Platz haben für alles. Und dann können wir erst los. Und dann, wenn wir angekommen sind, dasselbe rückwärts natürlich. Aber ich bin ins Wasser gefallen. Okay. ja, da müssen wir das Ganze rückwärts machen. Ganz, ganz, ganz wichtiger Hinweis, Leute. Ich habe es auf die harte Tour gelernt. Achtet beim Be- und Entpacken bitte so darauf, dass es einigermaßen vernünftig und platzsparend liegt, weil ihr könnt diese Kisten oder was immer das sind, könnt ihr nicht stapeln. Na, also ihr könnt nur direkt auf den Paletten oder Ablageplätzen das Ganze ablegen. Ihr könnt es nicht stapeln. Das heißt, wenn der Platz weg ist, zum Beispiel hier auf so einer Palette, weil ihr das, jetzt mal auf Deutsch gesagt, Kacke gestapelt oder hingepackt habt, dann kriegt ihr da nichts mehr rauf. Dann müsst ihr ja Teile wieder runternehmen von der Palette und dann wird das richtig nervig. Tut das nicht, ne? Schön Stück für Stück alles runternehmen, vernünftig an Bord packen von eurem Boot, aber auch vernünftig an der Entladestelle packen. Ne? Wie gesagt, das rächt sich sonst sehr, sehr schnell. So, was ich meine, werde ich euch zeigen. Ich werde jetzt hier zum Beispiel alles so ein bisschen seitlich oder versetzt, also so ein bisschen Tetris, werde ich jetzt machen, auf Deutsch gesagt. So, jetzt seht ihr schon, ich bin hier jetzt so ein bisschen am Fieseln, dass das alles hier ordentlich raufpasst.
dass wir da kein Stapelproblem jetzt kriegen beim Beladen. Warte mal. Ich muss gleich mal gucken, ob wir so das Arbeitslicht auf dem Schiff schon anmachen können, damit es nicht so dunkel ist hier. Aber ich glaube, es geht nur, wenn der Motor an ist. Müssen wir gleich mal gucken. So, da haben wir die nächste Kiste. Und ab geht die Luzi. Wieso bin ich jetzt in der Third Person? Fällt mir gerade mal auf. Ja, mir egal. Soll mir recht sein. Ob wir es jetzt Third Person oder First machen, das ist ja auch Bumpe. So, hier auf dem Schiff, witzigerweise, sind wir wieder. Ach so, da sind wir wieder First Person. Naja, okay. So, jetzt seht ihr hier schon, ne? Also, ihr könnt hier auch schon tatsächlich so ein bisschen, ne? Geplant hier das Ganze ablegen. Ach so, ich wollte ja mal gucken, ob wir hier das Licht schon anmachen können. Lass mal kurz an Bord hier. Mach mal die Tür auf. Ob ich dafür den Motor brauche oder nicht. Warte mal. Nee. Aber ich will jetzt den Motor noch nicht anmachen. Ich will ja den ganzen Sprit nicht rausrotzen hier. Nur fürs Rumstehen. Ich glaube, ich brauchte mal eine Taschenlampe. Haben die irgendwie eine Stirnlampe für mich? Also jetzt geht's ja noch. Aber dunkler darf es ja jetzt nicht werden, ne? Freunde. Ich hoffe, ihr könnt überhaupt was erkennen gerade. So, es dürfte jetzt aber auch nicht mehr so viel sein. Zwei Pakete haben wir noch. Und dann geht's ab. Ja, da stehe ich jetzt ein bisschen doof, ne? Sehe ich ja ein. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, das Spiel hat es mir bis jetzt noch nicht so leicht gemacht, es zu mögen. Insbesondere wegen der Steuerung. Aber erstmal hat Miss Games von mir einen Vertrauensvorschuss für die Fishing-Serie. Die Jungs wissen, was sie tun. Und B, ne, das ist ja ein Early Release, Early Access-Titel. Es ist ja in der Arbeit. Und ich denke, da wird sich eine Menge auch steuerungstechnisch noch ändern. Ich hoffe sehr, dass sie die Integration der Controller noch bearbeiten. Im besten Falle natürlich auch eine Verifizierung vielleicht kriegen für das Steam Deck. Dann wäre ich ein sehr glücklicher Mensch, weil die Idee gefällt mir schon sehr gut. Ich muss mal sehen, ob wir das mal hinkriegen, so eine, ja, so eine Multiplayer-Partie mal zu machen. Wieso kann ich den jetzt nicht aufnehmen? Nicht, dass der mir nachher fehlt. Warte mal. Da ist er. Ich wollte schon sagen. Das kam mir nämlich gerade Spanisch vor, der muss doch mit. Okay. Ich muss immer so aufpassen, nicht auf den Steg. Insofern ist es ganz gut, dass wir jetzt in der Third-Person-Perspektive sind. Ich will mich gar nicht jetzt hier gerade beschweren. So. Und zack, alles an Bord, ohne Probleme. Da würde ich sagen, schmeißen wir den Kutter an. Und ja, dann sehen wir mal, dass wir hier aus den Hüfen kommen hier. Warte mal. Wie gesagt, an einige Sachen muss ich mich noch gewöhnen. Und das ist alles auch noch nicht perfekt, das weiß ich. Aber ich tue mein Schlimmstes hier. So, Motor läuft. Licht. Innen. Arbeitslicht werden wir definitiv brauchen. Das Searchlight weiß ich nicht. Wipers brauchen wir jetzt nicht. Ich glaube, das Arbeitslicht sollte reichen, weil hier drinnen, wir müssen ja eher nach draußen sehen können, ne? So, dann wollen wir mal ablegen an Dock mit der T-Taste. Und dann Feuer frei. So, jetzt sehen wir wenigstens die Lampe. Lampe wollte ich schon sagen, den Scheinwerfer hier auf unserem Boot. Ich muss ein bisschen aufpassen, dass wir hier jetzt nicht noch mehr Schaden reinfahren. Die Steuerung mit der Tastatur ist eben halt nicht so optimal. Na, also ihr habt hier so die Richtungstasten, ne? W, S, D, ne? Das sind die Steuerungstasten auf der Tastatur aktuell für die Schiffe. So, wechseln wir mal. Uiuiui. Ich glaube, ich nehme mal ein bisschen Geschwindigkeit raus, weil wir haben ja doch hier ein bisschen Seegang. Wir wollen uns ja nicht noch rein gleich einfangen hier. Leute, es ist nicht so einfach, ne? Es ist nicht so einfach hier.
Schauen wir mal kurz auf die Map. Das müsste eigentlich ja hier. Ne? Wir müssen einfach hier, nur da müssen wir ein bisschen aufpassen, da ist so ein Steg. Aber sonst hier Bogen und da ist schon länger weg. Das ist also jetzt nicht so weit weg. Ich darf bloß nicht verkacken. Ich muss ein bisschen aufpassen. Ja, ich hätte euch und mir natürlich jetzt eine Tagfahrt gewünscht, aber ja, man kann sich's nicht immer aussuchen, ne? So, vorne halb links sieht man den Steg. Da müssen wir jetzt ein bisschen sehen, dass wir ausweichen, dass wir da nicht gegen rasseln. Das muss nun wirklich nicht sein. So gehe ich vorsichtshalber nochmal in die Außenansicht. Also ungefähr da, wo auf 12 Uhr der Berg sich erhebt, so ungefähr müsste unser Ziel sein. Ja, jetzt sehe ich schon genau, wir müssen hier ganz stark mal einschlagen. Da treibt es uns schon wieder in die völlig verkehrte Richtung hier. Muss man aufpassen. Ich habe ein paar Kritiken gelesen, dass angeblich das Meer zu rau wäre, dass man zu schnell Schaden kriegt durch das Meer. Also nicht durch so dämliche Fehler wie meinen jetzt vorhin, dass ich da gegen den Steg gerasselt bin, ne? Das war meine Schuld. Aber nee, die haben sich aber beschwert, ja, sie wäre mit dem Schiff losgefahren, das wäre gleich kaputt. Kann ich nicht bestätigen. Habe ich so überhaupt nicht erlebt. Das war jetzt eigene Dummheit bei mir, ne? Aber ich habe es noch nicht erlebt, weder beim Ruderboot oder hier jetzt bei dem ersten richtigen Transportschiff. Das ist durch die Wellen, dass wir da umgehauen worden oder versenkt worden wären, Gottes Willen, überhaupt nicht. So, wenn ihr jetzt mal schaut oben auf das Navi, ne, das Blaue oben, oberhalb der Navigation ist unser Ziel. Rot ist die Richtung, die wir gerade fahren. Wenn die beiden übereinander liegen, fahrt ihr mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit richtig auf das Ziel zu. Sieht man natürlich nicht so nice in der Nacht. Hätte ich mir, wie gesagt, auch anders gewünscht, aber ich sag euch, wie es ist und ihr müsst es jetzt einfach glauben. Da müsst ihr jetzt durch. Also ich bin ja schon froh, dass ich annähernd jetzt mir reingeknuspert habe, wie ich mit dem kleinen Schiffchen jetzt hier zu Rande komme. Also wir werden heute auch nicht so viel machen, weil ich hatte heute meinen ersten Tag bei der Arbeit. Ich mache das deshalb auch als Aufzeichnung. Und morgen geht's weiter, gibt's viel zu lernen. Also ich werde heute auch nicht lange machen und früh ins Bett gehen. Deshalb werden wir hier, nur damit ihr es auch mal gesehen habt, ne? Wir werden hier abladen und dann zum Hafen zurückfahren, dass wir jetzt beim nächsten Mal zum Beispiel natürlich hier fresh reinstarten können wieder. Und dann beim nächsten Mal machen wir auch wieder ein bisschen länger, versprochen. Aber wie gesagt, durch mein Training, das ist jetzt wichtig für mich und meine Arbeit. Das geht einfach vor, sorry, Freunde. Na? So, wunderbar, wir sind an der Schmalseite am Anlegen. Das gefällt mir. So, mit F lösen wir uns jetzt hier aus dem Steuerhäuschen. Ich will jetzt trotzdem mal gucken, ob das Interior Light anbleibt, wenn ich den Motor ausmache. Das werden wir gleich sehen. So, warte mal. Turn off Machine. Tatsache, das Licht bleibt an. Okay, das finde ich nett. Hätte ich das mal früher gewusst. Okay, so, dann packen wir uns jetzt die Pakete. Und wie gesagt, ihr müsst dazu Augen zu durch, ne? Ihr müsst die einzeln jetzt von Bord bringen und auf den Lagerplatz bzw. Palette packen, die markiert ist. So läuft das hier. Da haben wir die Palette. Und wie gesagt, achtet bitte unbedingt darauf, dass ihr vernünftig stapelt. Es gibt da keine Entschuldigung und keine Alternative. Wie gesagt, ihr könnt nicht stapeln. Macht das vernünftig. Es ist ärgerlich, wenn man beim letzten Paket merkt, oh, die passt gar nicht mehr auf die Palette, weil ich alles einfach raufgefeuert habe. Dann dürft ihr nämlich rückwärts stapeln, erstmal alles runter. Und ihr könnt die Pakete nicht einfach nebendran legen. Ihr müsst sie wieder aufs Schiff bringen und dann neu sortieren. Und das ist dann richtig ärgerlich und das kostet euch auch richtig Zeit, ne? Und ja, ich brauche es, glaube ich, nicht sagen, ne? Das muss nicht sein. Überhaupt nicht. So, Paket Nummer 2.
Ja, das ist natürlich jetzt ein bisschen müßig, ne? Aber es sind eben kleine Pakete. Ich glaube, später kommt noch ein Ladekran dazu, ne? Ich denke mal, das werden die hier sein. Da stellt ihr das dann auf solche Ladeflächen. Jetzt haben wir aber, da wir ein kleines Schiff haben, erstmal nur diese Kleinfracht und können die deshalb auch nur auf einer Palette ablegen und zwar einzeln. Also vorerst, ne? Wie gesagt, keine Panik, wird nicht immer so bleiben. Aber, ne? Kleinvieh macht auch Mist und jeder hat mal klein angefangen. Das gilt auch für uns. Ne? Bisschen Zeit und Spucke und vor allen Dingen Übung. Ich finde es gut, dass man ein bisschen kleiner anfängt. Ein bisschen entspannter. Und so übt man auch so ein bisschen die Handgriffe. Und ich finde, ich bin da jetzt schon so relativ gut drin, finde ich, vom Gefühl her. Also zum Anfang habe ich das so ein bisschen zur Verzweiflung getrieben, aber wie gesagt, wenn man sich darauf einlässt. Und das sollte man, weil das Spiel, glaube ich, lohnt sich definitiv, damit ein bisschen Geduld zu haben. Ich denke, da werden wir belohnt, wenn wir mit diesem Spiel ein bisschen, ja, Geduld haben. Es ist eben halt, wie gesagt, es ist ein Early Access. Also definitiv, wie das alte Sprichwort so sagt, es kann alles nur besser werden. Vieles ist auch schon gut, ne? Wie gesagt, ich würde mir mehr Grafikmöglichkeiten und Justierungen, Anpassungen wünschen für Steam Deck. Ne, viele Publisher machen es ja tatsächlich mal mittlerweile so, dass sie sogar Voreinstellungen für das Steam Deck mitliefern. Das wäre eine große Bitte, die ich an Misk hätte, das vielleicht mal zu machen. Ich weiß nicht, ich bilde jetzt mir nicht ein, dass jemand von Misk Game sich das jetzt anschaut. Aber vielleicht ja doch. Ne? Das wäre eine tolle Sache, wenn ihr das packen würdet. So. Ne, also jetzt haben wir hier auch wirklich, ihr seht das schon, relativ platzsparend die Palette hier belegt. Jetzt haben wir nur noch ein Paket. Hier sollten wir jetzt auch überhaupt kein Problem haben, das noch unterzubringen. Und dann haben wir schon mal den ersten hochoffiziellen Auftrag hier erledigt. Bin ich ein bisschen stolz. Ein bisschen kurzer, aber schöner kleiner Auftrag. So. Jawohl, ja. Der letzte. Yes. Sodale. Und da wären wir. Jetzt bin ich mal gespannt, wie das jetzt hier jetzt. Warte mal. Okay. Yes. Komplettiert. Und wie gesagt, nochmals der Hinweis darauf, wenn ihr die Early Access Version euch gönnt. Ich empfehle es jedem. Also wenn ihr PC habt, habt ihr natürlich auch eine deutlich bessere Auflösung, ist klar, ne? Aber wenn ihr das macht, bitte vergesst nicht, ne, die Save-Funktion ist noch nicht implementiert komplett. Bitte, wenn ihr eine Mission anfangt, ich kann es immer wieder nur runterbeten und nochmal, weil es wichtig ist, macht eure Missionen zum Ende, weil sonst werden die nicht gespeichert. Na, also Mission zu Ende machen, dann werden die auch sozusagen autogespeichert, in Anführungsstrichen. Aber ein einzelner Save von euch ist nicht möglich, aktuell noch nicht. Da arbeiten die Jungs gerade dran. Ne? Bitte nicht vergessen. Ganz, 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 ganz wichtig. So, dann würde ich sagen, bringen wir unser gutes Stück mal zurück in den Heimathafen. Und ich bin ein bisschen stolz. Wieso ist die Tür blockiert? Durch mich oder was? Tatsächlich, bin ich so fett oder was? Sollte hier was angedeutet werden? Ich glaube, es sagt. Na gut. So, wir fahren wieder das Schiff. Das heißt, Motor wieder an. An. So, okay. Jetzt mache ich mal hier innen das Licht mal wieder aus. Ich will nur mal sehen, wie das aussieht, ob das was bringt hier, das Searchlight. Warte mal, wird doch hier noch ein Searchlight oder nicht? Da. Naja. Naja. Gut. Also, wir legen ab. Ich gehe mal in die Außenansicht, dass wir hier auch einigermaßen anständig wegkommen. Also, es bringt uns jetzt zur Vordersicht, sehe ich da keinen großen Effekt. Aber wir können unser Schiff selber sehen. Und das ist ja, wie ihr seht, sehr, sehr wichtig, auch nachts, gerade wenn ihr einen Stegen anlegen sollt, die so schmal sind. Ihr habt schon gesehen, ne? Ich habe mir da ja schon den ersten Schaden mit angefangen. Ne? Das ist. Will man nicht, braucht man nicht.
So, ich muss mir jetzt hier nochmal in die richtige Position bringen. Ja, wir haben wieder ordentlich Seegang. Ich gehe mal ein bisschen runter hier vom Tempo. Uiuiui. Guckt euch das mal an hier. Wir haben ganz schön durchgeschaukelt. Nix für leicht Matrosen mit schwachem Magen hier, ne? Kerle. So, kurzer Blick auf die Map. Ja, kurstechnisch sind wir einigermaßen okay unterwegs. Ich muss wieder aufpassen, da oben mit dem Steg, den ihr da oben rechts seht. Das heißt, wir müssen ein bisschen links einschlagen, weil sonst schlagen wir da volle Möhre ein. Und das wollen wir nicht. Ja, jetzt seht ihr gerade, es gibt ein Autosave. Immerhin. Bloß eben halt der eigenständige Save, ne? Das funktioniert noch nicht. Das ist schade natürlich, ne? Vielleicht sogar ein bisschen ärgerlich. Aber wie gesagt, ich kann es immer nur wieder sagen, ne? Es ist eben halt und bleibt ein Early Access Titel. Kann man nichts machen. Ja, man müsste mal gucken. Ich werde mir demnächst die Zeit nehmen, vielleicht am nächsten Wochenende, dass ich mal gucke, ob und wie viel da schon los ist auf dem Multiplayer-Server. Dass wir das mal ausprobieren. Oh, Junge! Heidewitzka, so da rechts ist der Steg, okay. Da kommen wir jetzt einigermaßen locker dran vorbei. Und ich hoffe, ich komme jetzt ein bisschen eleganter, ein bisschen wenigstens, an meinen Heimatsteg wieder, dass wir dann beim nächsten Mal auch gleich uns den nächsten Auftrag greifen können. Na, hier in der Hafengegend sollte ich tatsächlich ein bisschen Sutsche machen, wie der Seemann sagt, ne? Ein bisschen locker, ein bisschen entspannter, nicht so schnell. Weil mit Vollbremsung und Schiff ist nicht gut, ne? Funktioniert auch nicht. Ich finde es auch so von der Lichtatmosphäre so auch schon schön, ne? Wenn ihr natürlich die Grafik hochdrehen könnt mit globaler Illumination und den ganzen Bums, ne? Und Getöse, sieht natürlich noch viel, viel geiler aus, ne? Aber ich finde es so auch schon schön. Wie gesagt, angesichts der Tatsache, dass wir das auf dem Steam Deck spielen, ist das doch recht nett. So, jetzt muss ich ein bisschen aufpassen. Ihr könnt natürlich hier mit der Maus schön nah rangehen, euch euer Schiff auch in allen Details ansehen, sofern vorhanden. nee, schön. Also Multiplayer würde mich interessieren, ob man tatsächlich Frachtaufträge zusammenfährt oder da jeder sein Ding macht. Was weiß ich, der eine fischt, der andere macht Fracht, der andere macht Service, ne? Oder wie gesagt, ob man Aufträge zusammenarbeitet. Das weiß ich noch nicht. So, ich kann jetzt natürlich, wenn ich will, auch hier ans Dock natürlich rangehen. Es gibt mehrere Dockingstellen hier im Hafen. Ja. Es gibt eins, was ich bis jetzt immer übersehen habe. Ne, achtet mal darauf bitte unten rechts. Da habt ihr ja die Skala für die Beschleunigung, ja? Ich gehe jetzt mal. Moment. Ich gehe mal ganz hier nach links. Das ist rückwärts. Der Rückwärtsgang ist relativ klein. Hier kommt jetzt rechts, seht ihr das? Rechts diese kleine Nute. Das ist euer Nullpunkt. Da müsst ihr drauf achten. So. Aber jetzt bin ich gerade. Jetzt sind wir nicht genau vor der Bürotür, aber das ist egal. Ich will jetzt ganz einfach hier das Schiff sicher im Hafen haben. Wie gesagt, achtet auf diese Kennzeichnungen auf der Skala. Das hilft euch ungemein, insbesondere natürlich, um auch unnötige Schäden an eurem Schiff zu vermeiden. Leute, wir haben das Schiff heile, hoffe ich doch, hier reingekriegt. Jedenfalls habe ich keine Schadensmeldung gesehen. Das ist gut.
Dann machen wir hier mal den Bums aus hier. Jawohl, ja. Und damit haben wir erhobenen Hauptes und voller Stolz unseren ersten richtigen Auftrag erfüllt. Ja, ich hoffe, falls ihr das schon spielt, dass ich euch hier vielleicht mit dem einen oder anderen Tipp helfen konnte. Ansonsten, vielleicht habe ich euch ja auch ein bisschen neugierig gemacht auf das Spiel. Ich würde es hoffen, weil, wie gesagt, das Ding hat Potenzial und ich bin sehr, sehr gespannt, was uns da noch so alles erwartet. Das soll es erstmal von mir gewesen sein. Freunde, wenn es euch gefallen hat, scheut euch nicht. Lasst ein Like, Follow da, läutet die Glocke, volles Programm. Ihr könnt euch natürlich auch eins der vielen Spiele holen, die ich euch hier immer vorstelle über meinen Partner Instant Gaming. Oder ihr unterstützt mich über Patreon. Links für all das findet ihr auf der Videobeschreibung. Ansonsten danke ich erstmal fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.